eine Genbank erstellt haben, werden verschiedene Verdünnungen der Zellsuspension ausplattiert. Die Kolonien sollten nicht zu dicht beieinander sein. Es sollten aber auch nicht zu wenige sein. Geeignete Platten werden gestempelt. Für eine spätere Orientierung wird eine Markierung gemacht. Für das Stempeln drückt man die Agarplatte vorsichtig auf ein Stempeltuch, um die Kolonien auf dieses zu übertragen. Dann wird die Platte wieder vom Stempeltuch entfernt. Dann wird eine neue Agarplatte ebenfalls auf dieses Tuch gelegt, um eine identische Kopie anzulegen. Auch diese Platte wird behutsam auf das Stempeltuch gedrückt. Die Markierung dieser Replikaplatte wird an der gleichen Stelle gesetzt wie schon zuvor bei der Originalplatte. Danach wird auch die Replikaplatte langsam vom Stempeltuch entfernt. Nach einer Inkubation bei 37 Grad sind auf beiden Platten die gleichen Kolonien gewachsen. Eine der Platten wird verwendet, um die Kolonien mit einem gefärbten Substrat zu überschichten. Die noch warme Lösung enthält Agarose, sodass sie beim Abkühlen geliert und nicht mehr verläuft. Diese Platte wird nun erneut inkubiert. Um hitzeaktive Enzyme zu suchen, können wir eine hohe Temperatur wählen. Hierbei gehen die Zellen kaputt, nicht aber die Enzyme, die in ihrem Inneren gebildet werden. Nach einiger Zeit können positive Kolonien über eine Farbveränderung detektiert werden. Diese Zellen produzieren ein Enzym, was das gefärbte Substrat abbauen kann. Da die anderen Kolonien keine Farbveränderung aufweisen, muss das von uns eingebrachte DNA-Fragment hierfür verantwortlich sein. Nun können wir auf der identischen Replikaplatte die jeweiligen Kolonien identifizieren und das Plasmid mit dem verantwortlichen Gen weiter analysieren.